Herr Professor Häusler, Sie haben heute einen Vortrag zum Thema, welche Bedeutung haben Innovationen in der Medizin und im Gesundheitswesen gehalten. Da schließt sich die Frage natürlich an, ist die Preisgestaltung in diesem Umfeld eigentlich gerecht? Wer ist der Gewinner? Also die Preisgestaltung ist gerecht in dem Sinn, dass sie zu den richtigen Preisen eher führt, wenn viel Wettbewerb ist. Wenn ganz wenig Wettbewerb ist, also bei den hochinnovativen Arzneimitteln, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ungerechtfertigt hohe Preisaufschläge verlangt werden, recht groß, und daran ändert auch ein Amnok nichts, was seit 2012 für eine stärkere Preisgerechtigkeit sorgen soll. Welche Rolle spielt die stratifizierte oder auch personalisierte Medizin in diesem Preisgestaltungsumfeld? Bringt sie etwas voran? Die Stratifizierung der Therapien ist zunächst mal eine sehr positive Entwicklung, weil sie dafür sorgt, dass Therapien zielgerichteter angesetzt werden können. Gleichzeitig führt sie zu immer geringeren Patientenzahlen und dadurch tendenziell zu deutlich höheren Preisen, weil die Investitionen, die in ein Produkt fließen, von immer weniger Patienten getragen werden können. Springen wir auf die andere Seite zum Thema Big Data, große Datenmengen verarbeiten und analysieren. Was bringt Big Data voran? Big Data ist in der Lage, schwache bzw. sehr seltene Signale noch zu entdecken, aufgrund der hohen Zahl der in Untersuchungen eingebrachten Patienten. Das bedeutet in der Praxis, dass man Wirkungen noch entdecken kann, wenn sie relativ schwach sind bzw. sich hinter sehr viel White Noise verstecken. Das heißt, wenn man Big Data konsequent entwickeln könnte, wäre man sicherlich in der Lage, das Thema der Komorbiditäten bzw. auch der Verursachungsgeflechte einzelner Krankheiten sehr viel schneller zu entschlüsseln und damit der genetisch arbeitenden Medizin entscheidende Hinweise geben zu können. Haben eigentlich Innovationen in der Medizin und im Gesundheitswesen auch Prozessinnovationen hervorgebracht? Im Gesundheitswesen haben wir an sehr vielen Stellen haben wir den Einsatz von Datenbanken beobachtet, also zum Beispiel bei der Krankenhausstatistik, die ist sehr stark durch Datenmengen geprägt, beziehungsweise die Entwicklung von Preissystemen. Wir haben Prozessinnovation im Bereich der Qualitätssicherung. Aber wir haben relativ wenig Prozessinnovation in dem Sinn, dass Versorgungsprozesse gesteuert werden unter Zuhilfenahme von Datenbanken bzw. von Software. Vielen Dank, Herr Professor Häusler.